Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke Challenge. Im letzten Video haben wir das Silphscope erhalten von dem Trojan Troy. Und ja, ich will ja zuerst... Isabel, Klappe. Ich habe eine Aufnahme zu machen. Wir wollen nach Segrasol gehen, aber zuerst wollte ich hier nochmal nach... Hierhin, genau, weil hier ein Pokémon ist. Oh, das greift an. Naja, wen habe ich vorne? Das ist ein bisschen länger her, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. Aber, okay, ein Kecleon, aber ich glaube, ich kann da fliehen. Miguel, okay. It is raining. Ja, ich weiß, dass es regnet. Got away safely. Na also, und tschüss, Kecleon. Sag bloß, hier war absolut nichts. Hier war nichts. Ich glaub's nicht. Ist hier was? Nee. Okay. Ich glaube, ich kann hier auch nicht... Genau, hier brauche ich Kaskade für. Das heißt, wir gehen jetzt Richtung Segrasol. Ist das eigentlich schon weg? Ja, hier ist schon weg. Ich gehe noch nicht in die Arena, wie gesagt. Ich fühle mich noch ein bisschen zu schwach für Wiebkes Altaria. Ja, wir werden auch... Moment. Ich muss meine schlaue Liste mal rausholen. Ich glaube, dass wir auf Route... Ja, genau. Auf Route 120 haben wir bereits ein Pokémon gefangen. Glaube ich. Oder auch nicht. Mann, ich muss echt mal... mehr aufnehmen. Hier ist noch was. Genau, hier war was. So, Devonscope. Start a Pokémon attacked. Ja, ich werde auch gleich mal fliehen. Da werde ich mal ein bisschen... So. Entschuldigt für dieses Fast Forward. Ein Nestball gefunden. So, und dann... Miguel, surf für mich. Hier ist eine Höhle. Und hier ist ein Blitzer. Ach schön, hätte ich fangen können. Habe ich aber hier nicht gemacht. Can't escape, what? Was für eine hohe Init hat das Ding bitte? Kommt schon. Wow, es kann Rutenschlag, es kann Sandwirbel, was kann es noch? Danke. Rechte Hand wahrscheinlich, so wie ich die Evolutionen kenne. Ach, das ist die Sonnen... Höhle, glaube ich. Hier kann man Heatran finden. Und ich habe Sonnentag gefunden. Aber diese Höhle ist, glaube ich, in Oras erweitert worden. Dass man da runtergehen kann, in Stockwerk tiefer oder so. So. Aber jetzt wollen wir uns den Trainern widmen, um ein bisschen Training für unsere Pokémon zu kriegen. Dich habe ich schon besiegt, genau. Hier war das, Ach, es regnet. Na gut, schaue ich mal auf meine Pokémon. Miguel könnte auf jeden Fall ein bisschen... Ach ja, ich muss Pearl ja noch trainieren. Das mache ich später. Das mache ich später, offscreen dann, bevor ich in die Arena gehe. Genau, Miguel und Moni sind jetzt das Ziel, dass die sich noch entwickeln. Ich glaube, ich werde alle auf Level 40 kriegen. Zumindest ist das mein Plan. So. Ah, du bist ein Vogeltrainer. Nein, ich habe ein Pflanzen-Pokémon vorne. Ach nee, Miguel ist ja Wasserflug. Wasserpflanze. Ein Wingull. Ja, hätte ich mein Electek noch, dann wäre das jetzt nicht so schlimm. Naturkraft mal. Sternschauer. Das hilft jetzt nicht. Das hilft ganz schön viel. Ich hätte nicht gedacht, dass es über die Hälfte abzieht. Okay. Dann, würde ich mal sagen, weiter Naturkraft. Warum nicht? Ich muss aufpassen. Also, eine der Trainer, der Ast-Trainer auf dieser Route, hat ein Milotic, soweit ich weiß. Und Milotic, vor denen habe ich immer ein bisschen Schiss. Weil, ich mag Milotic als Pokémon selber, aber... Oh oh.
Okay, ich wechsle aus. Ich will nichts riskieren. Ich weiß, ich bin immer ultra vorsichtig, wenn es um sowas geht. Aber ich lasse das mal Annie machen. Natürlich setzt es Schnabel ein, aber das nützt nicht viel, weil Annie ist ein starkes Logok. Das lacht nur über dein... Über dein... Dings. Ich mach mal Feuerkick. Auch wenn der nicht viel bringt. Okay, Critical. Dankeschön, Annie. Du bist wunderbar. So. Dann heile ich mal Miguel. Wunderbar. Wer hat denn eigentlich die stärkste Verteidigung im Team? 33, 36, 87, 89, 68. Ja gut, okay. Pearl, darf ich jetzt mal, muss ich jetzt mal außen vor lassen. Megane. Okay, Megane ist das tankigste im Team. Aber das ist ja auch schon ein voll entwickeltes Pokémon. Moni wird sich noch entwickeln und Lombrero wird sich ja auch noch entwickeln. Deswegen hat es auch so blöde Stats. Okay, ich muss jetzt gucken, wer... Oh Gott, ein Doppelkampf. Noch ein Doppelkampf. Aber ich wollte es ja so. Ich lasse mal Miguel und Moni vorne. Ich habe zwar ein bisschen Angst um die beiden, aber... Ach, du bist eine Schirmdame, okay. Du bist ein Ass-Trainer wahrscheinlich. Ja, ich habe verschiedene Pokémon-Typen, danke. Die Ass-Trainer sehen irgendwie so smooth aus hier. Ich meine, die heißen Cool-Trainer auf Englisch. Du hast ein Voltenso. Geil. Dann werde ich gleich mal Ramos rausschicken, glaube ich. Und zwar für Miguel. Moni macht mal Absorber auf Formeo. Ich wusste das. Ich habe es geahnt. Gott, ein Crit. Oh mein Gott. Du Scheißding, du. Ja. Nützt nicht viel. Super. Super. Wenn du nochmal einen Crit machst, ist Moni weg. Aber egal. Moni, weiter Absorber. Ich mache es. Oh Gott, nein. Moni, leb wohl. Oder? Ja. Oh, fuck, warum habe ich nicht ausgewechselt? Ach Mist. Diese Route bringt mich noch um. Ich sag's euch. Verdammt noch eins. Jake, regel du mal. Toll, jetzt darf ich schon wieder ein Pokémon hochziehen. Ja, mach ruhig Aquavelle auf Jake. Das macht mir echt, ehrlich gesagt, nichts aus. Jetzt gibt's erstmal Rache. Und zwar für Moni. Er hätte sich bald entwickelt, Leute. Er wäre bald ein super, super cooles Noctuska geworden. Und dann hätte es einen richtig coolen Typen gehabt. Und zwar Unlichtpflanze. Aber... Manchmal, es kann Donner. Okay. Aber manchmal ist es halt leider, soll es halt nicht so sein. Mach mal Kratzer. Boah, Ramos ist schneller als Jake. Na gut, Jake ist ja auch mein Tank des Teams. Ach, Mano. Du hast meine Schönheit ruiniert. Ja, das war auch der Plan, du Blödjan. Klappe. Ich bin gerade traurig. Lasst mich doch alle in Frieden. So. Ich bin traurig. Mano, das nächste Pokémon, das ich begraben muss auf dem Friedhof. Wie
Wie soll ich dann, wenn meine Pokémon schon von einfachen Ass-Trainern und Schirmdamen besiegt werden, wie soll ich dann die siebte Arena schaffen, die sechste Arena schaffen? Ja, ja. So. Planet-PC. Move-Pokémon. Moni. Du warst ein interessanter Wegbegleiter. Definitiv. Du hast nicht viel gemacht. Du hattest deine Glanzmomente, aber das war's auch. Aber trotzdem bist du ein Pokémon, das ich eigentlich nicht missen will. Aber jetzt reißt du dich ein. In die Halle der Besiegten. Es tut mir so leid. Leb wohl, Moni. Meine ganzen schönen Pokémon. Aber lasst uns jetzt nicht zu sehr trauern. Wen nehme ich? Ich nehme natürlich Tentoxa. Ist doch klar. So, ich tausche dich mal mit Pearl aus. Denn Tentoxa sieht schon aus, als könnte er es kämpfen. So, willkommen im Team Robin. Nico Robin. Ah, wir haben jetzt ein gespaltenes Team. Drei Männer, drei Frauen. Das ist doch sehr schön. Das gefällt mir immer. Okay. Liquid Ooze. Draining causes injury. Heißt das, die gegnerischen Pokémon verletzen sich selber, wenn sie sowas wie Absorber oder so verwenden? Spezialdefensive ist sehr gut und Speed. Ah, da muss ich gleich mal... Okay. Dir könnte ich eigentlich... Nee, Aquawelle habe ich noch nicht, Mist. Vielleicht lernst du auch Aquawelle von selber. Jetzt habe ich wieder ein Wasser-Pokémon dabei, obwohl ich auch schon mit Miguel eins habe. Also Miguel. Aber man kann nie genug Wasser-Pokémon haben. Genau, jetzt habe ich ein Wasserpflanze, einen Boden, eine Pflanze, einen Feuerkampf, ein Normal-Pokémon und ein Wassergift. Ich habe sehr selten Gift-Pokémon in meinen Teams dabei, muss ich sagen, weil Gift-Pokémon sind eigentlich nicht so mein Favoritentyp. Mein Lieblingstyp ist Drache und Feuer. Ich liebe Feuer-Pokémon, ich liebe Drachen-Pokémon und wenn es dann noch Drache-Feuer ist, uiuiui. Dann liebe ich es ganz besonders. Okay. Ich hole mir erstmal das Item. Ich weiß, dass hier, wie gesagt, irgendwo... Ah, okay. Ein Mini-Nugget. Genau. Die da hat das, Milotic. Das werde ich dann mit Jake besiegen, denke ich mal. Aber, Leute. Wir werden jetzt erstmal diesen herben Verlust betrauern. Irgendwie bin ich schon gewohnt, meine Pokémon zu Grabe zu tragen, aber es ist immer wieder traurig. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke Challenge, wenn ich weiter die Route entlang gehe, um nach Zegrasurk zu kommen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.